Gegen den FCI geht unsere Karriere mit Werder Bremen weiter. Hier bei FIFA 16. Zuerst der gewohnte Blick in den Posteingang. Und wie wir sehen, Spieler auskuriert. Santi Garcia kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Es liegt an ihnen, wann sie ihn einsetzen werden. Das ist doch schon mal sehr fein, die Nachricht. Da können wir dann auch schon mal kurz schauen. Und sehen, Santi Garcia, ja, ist wieder so einigermaßen da. Das Pflaster zeigt uns aber, wir sollten aufpassen und ihn nicht zu früh einsetzen. Okay. Heißt auch, Yannick Sternberg bleibt erst einmal in der Startelf. Und dann können wir das Spiel gegen den Aufsteiger starten. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, wir sehen's. Wir sind nicht mehr auf Platz Nummer 1. Wir haben zuletzt ja ein 3:0 verspielt. Das ist unfassbar, wie das passieren kann. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wiedwald im Tor, Sternberg, Westergaard, Galvez, Selassie, Bargfrede, Hajrovic, Fritz, Çalhanoğlu, Johansson und Anthony Uca. Mit der 11 versuchen wir dieses Mal 3 Punkte einzufahren. Und dann auch keine 3 Punkte mehr, beziehungsweise 2 Punkte und 3 Tore Vorsprung mehr zu verspielen. Das wäre ja schon mal sehr viel wert, wenn das funktionieren würde. Ingolstadt wird keine leichte Aufgabe werden. Aufsteiger sind meist nie einfach zu spielen. Das Gute ist, wir haben wieder mal Schneefall. Das spielt uns eigentlich immer in die Karten. Ich muss es nicht nochmal erwähnen. Das habe ich schon oft genug getan. Wir sehen es also, Platz Nummer 2. Die Bayern mit der klar besseren Tordifferenz. Plus 29, wir nur plus 20. Liegt auch primär daran, dass wir sehr viele Gegentore geschluckt haben. 49 erzielte Tore haben wir und 11 haben die Ingolstädter vollbracht. Das ist natürlich ein Spiel der Gegensätze. Offensiv stärkste Mannschaft gegen offensiv schwächste Mannschaft. Dennoch müssen wir hier mit einem guten Spiel und interessanten Spiel rechnen. Wir haben ja auch keine gute Defensive. Das heißt, erstmal Nieland im Tor, Danilo, Brugeri, Matip, Costa, Roger, Groß, Morales und 3 Offensivspieler. Ich glaube Hinterseher und mehr habe ich nicht gelesen. Jedenfalls müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Wir probieren es mit 4-4-2 mit der gewohnten Werder-Raute. Selbstredend. Hakan Çalhanoğlu, der doch wirklich sehr gut eingeschlagen ist hier in Bremen. Und den virtuellen Abgang von Junuzovic bis hierhin nahezu vergessen macht. Jascha Surheide, der Mann, der Schiri, der hoffentlich keine Fehler fabrizieren wird. Erster Angriff der Ingolstädter mit Lex. Roger und Lex. Westergaard ist da, gibt den Freistoß für uns. Sternberg Richtung Yannick Westergaard. Bargfrede und Çalhanoğlu. Johansson. Unser bis hierhin stärkster Stürmer in der Saison. Ja. Das ist sehr gut gespielt. Johansson. Erste Riesengelegenheit in der 6. Minute. Nyland im Tor hat pariert. Ah, da wäre es beinahe passiert. Nicht platziert genug geschossen, aber sich gut durchkombiniert. Fritz mit der Ecke. Kopfball! Huiuiui. Zweite große Gelegenheit. Ingolstadt hier schwer in Not. Morales. Zu Da Costa, Roger. Hinterseher und Groß. Ah, der Ball gut raus zu Lex. Sternberg muss dahin, ist da, es gibt eine Ecke. So sieht's aus.
Hecke groß. Und da ist Felix Wiedwald da. Keine großen Probleme. Johansson, Hajrovic, Çalhanoğlu. Johansson. Das war da ein bisschen zu eng. Gut verteidigt, sonst wäre es ein sehr vielversprechender Konter geworden. Danilo und Da Costa. Versuch, Sicherheit zu tanken für Ingolstadt. Lex, gut gedreht. Immer noch Lex. Çalhanoğlu hilft hinten aus und haut den Ball erstmal raus. Das ist auch sehr cool. Und zeigt auch, dass die ganze Mannschaft bereit ist, auch defensiv auszuhelfen, wenn es denn sein muss. Nur so kann es klappen. Groß. Und Wiedwald. Ja, da war mal die erste kleinere Gelegenheit auch für das Heimteam aus Ingolstadt. Hajrovic und Çalhanoğlu. Ah, gut verteidigt. Hätten wir einen Moment eher spielen müssen. Regerie. Nieland. Matip. Und Danilo. Fehlpass. Das war kein guter Pass, aber auch nicht gut dann von uns gespielt. Ah, das hätten wir schlauer machen müssen. Lex. Da Costa und Morales. Auf dem Weg zur Grundlinie. Hinten ist Lecky. Die Flanke kommt. Und gut verteidigt. Gut weggeköpft. Also wir sehen schon. Offensivkraft haben sie. Der Ball kommt durch zu Çalhanoğlu. Der geht Richtung Grundlinie. Die Flanke kommt. Aber in den Rücken der Offensivkraft. Lex. Nächster Fehlpass. Çalhanoğlu. Zu Aaron Johansson und Nieland. Dann ohne größere Probleme. Aber wenn wir sie unter Druck setzen, machen sie auch Fehler beim Passspiel. Hier nochmal ein Freistoß. Schon nahezu 30 Minuten rum. Bis auf die ersten Minuten haben wir dann keine großen Chancen mehr. Clemens Fritz. Anthony Uccia. Und wieder dieser verdammt späte Abseitspfiff hier. Die brauchen echt ziemlich lange, um das zu signalisieren. Danilo. Zu groß und der zu Lecky. Aber der Ball kommt, Latte! Da wäre es beinahe passiert. Heieiei, Glück gehabt hier, dass der Ball nicht reinging. Clemens Fritz. Zu Anthony Uccia. Johansson, der gut zu Uccia. Und wieder gehalten, meine Güte. Virtuell ja die beiden aufgestiegenen Mannschaften Ingolstadt und Darmstadt überhaupt nicht gut dabei. Da sind sie ja ziemlich weit hinten. Aber in diesem Spiel hier, Ingolstadt wirklich gut. Clemens Fritz mit der nächsten Ecke. Nieland. Es würde ja irgendwie auch passen zu Bremen, in solchen Spielen Punkte liegen zu lassen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Das darf so nicht passieren. Wir schauen noch einmal. HSV, der nächste Gegner von Ingolstadt. Hajrovic mit dem Freistoß. Zu Fritz. Bargfrede und Galvez. Johansson. Ah, das ist zu verspielt. Und einfach nicht schnell genug. Lex. Das war kein guter Pass. Chance zum Konter. Johansson. Bargfrede. Aber auch nicht so einfach da durchzukommen. Muss man auch mal sagen. Langer Ball Richtung Lecky. Kommt er aber nicht mehr. Zum Glück, muss man sagen. Fritz und Çalhanoğlu. Ah, das war aber schon rustikal, sich den Ball zurückgeholt. Lex.
Der Ball kommt da durch. Meine Güte. Ping-Pong in unserem Strafraum, weil da kein Verteidiger richtig hingeht. Wiedwald und Lecky. Das gefällt mir nicht. Gut, der Pass zu groß. Wiedwald ist da und abseits wäre es auch gewesen. Ich hab's mir schon gedacht, weil der war da wirklich sehr frei. Hat nicht zwingend was zu sagen, aber es sah verdächtig aus. Groß. Jetzt zum Ende der Hälfte nochmal Dauerdruck der Gäste bzw. des Heimteams. Groß. Danilo. Nochmal groß Danilo und da ist es. Unfassbar. 2 Minuten über die Nachspielzeit, aber egal. Das darf so nicht passieren, nie im Leben. Niemand stört. Und dann steht es zur Hälfte hier höchstwahrscheinlich 1-0. So sieht's aus. 1-0 für Ingolstadt. Wir sind natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Hier gegen den Tabellenzweiten so zu führen, wo man doch so schlecht im Tableau dasteht. Und wir müssen reagieren. Bakogo kommt rein. Lukimia kommt rein für Galvez. Und Bartels kommt rein für Clemens Fritz. 3 frische Kräfte. Und dann hoffen wir, dass wir das Ganze drehen. Los geht's. Gleich mal festgerannt hier. Roger, Lecky und Groß. Ja, dabei kommt durch zu Danilo. Lecky besser gesagt. Flanke, das gibt die nächste Ecke. Also gut. Mal reingekommen hier in die Partie. In die zweite Hälfte. Sternberg. Bakogu. Johansson, Şalhanoğlu. Ach, das war kein guter Pass. Mit Glück der Ball bei Bartels und gleich wieder weg. Da Costa. Lecky. Und jetzt gibt's Einwurf für den FCI. Freunde, wir dürfen hier eigentlich keine Punkte lassen. Johansson. Şalhanoğlu. Er war gut raus zu Aaron Johansson. Und dann wieder so blöd den Ball hergeschenkt. Meine Güte. Läuft nicht. Bakogu. Hakan Şalhanoğlu und gehalten. Das war die Gelegenheit. Nächste Ecke. Hakan Şalhanoğlu bringt sie. Kommt nicht schlecht, aber den Ball hat Hajrović dann übers Tor geköpft. War auch kein Elfmeter. Vestergaard zum Bakogu. Hajrović. Gut, der Ball, aber ein bisschen zu steil. Danilo und Groß. Wir müssen schnellstens den Ausgleich erzielen hier. Gut gemacht von Sternberg, Lukimia. Johansson. Den Ballverlust. Nächstes Spiel gegen Darmstadt. Nur so für den Hinterkopf. Vestergaard. Schlechter Pass hier. Lecky. Morales und Danilo. Danilo zu einfach. Viel zu einfach. Knapp 64 Minuten rum, Ecke. Und der erste Wechsel auch bei der Heimmannschaft Lex raus, Plät rein.
Oder Pleadle, besser gesagt. Roger. Morales und Groß. Pleadle. Uiuiui. Der Ball rauscht da mal durch. Abstoß Wiedwald. Şalhanoğlu, nein, Johansson. Immer noch Aaron Johansson. Flanke, die kommt an. Und die nächste Gelegenheit. Und gut gehalten. Mbakogu mit dem Ausgleich auf dem Fuß. Aber pariert. Şalhanoğlu mit der Ecke. Kimia bekommt den nicht mehr, aber Einwurf für Grün und Weiß. Johansson. Şalhanoğlu. Und das war dann kein Problem für Nyland. Wir machen das Tor hier nicht. Und das wird dann ganz böse enden hier heute. Pleadle gegen Lukimia. Stark vom Bremer. Johansson. Mbakogu. Johansson. Das ist nichts. Also das 3-3 hat uns schon irgendwie einen Knacks gegeben. Das merkt man. Danilo. Bartel stark. Şalhanoğlu. Jerry Mbakogu. Da ist es. Den hätte er halten müssen, der Keeper, aber tut er nicht. Und bringt uns so zurück ins Spiel. Hakan Şalhanoğlu staubt den Ball rein. Mbakogu setzt sich gut durch, der Schuss war nicht so berauschend. Und dann der Torwartfehler. 80. Minute, 11. Saisontor, das zweite für uns. Fehler. Bartels. Johansson. Ah, da, Nyland ist da. Jetzt müssen wir irgendwie noch ein Tor machen. Das wäre wichtig. So schon mal nicht. Bartels ist aber noch da. Gut aufgepasst von der Verteidigung. Nyland. Da Costa mit dem Fehler. Jerry Mbakogu. Gut gehalten. Da macht er den Fehler wieder gut. Morales. Danilo Pleadle. Mit diesem langen Ball. Uiuiui. Das war nochmal die Gelegenheit. Was gibt's jetzt? Elfmeter? Es gibt Elfmeter. Elfmeter für Ingolstadt. Ich glaub das nicht. Da war nichts. Ingolstadt bekommt ein Tor. Ich bin unfassbar. Jetzt fehlen mir hier die Worte, tut mir leid. Hä? Das check ich nicht. Unfassbar. Johansson. Aaron Johansson. Irgendwie mit voller Wut im Bauch hier jetzt agieren. Und das Tor erzwingen. Mbakogu. Mit der Flanke und nächste Ecke. Letzte Aktion im Spiel. Şalhanoğlu. Bringt sie
Und das war's. Oder? Noch eine Ecke. Shalanolu. Und das war's. Ich... Nee, tut mir leid. Mir fehlen die Worte. Ich bin ja auf eure Meinung gespannt. Ihr könnt das ja mal zurückspulen. Aber ich hab da nichts gesehen, tut mir leid. 2-1 gewinnt Ingolstadt. Wir haben sie eingeladen. Und es ist dann eben, wie es ist als Bayern-Verfolger. Dann verliert man eben solche Spiele. Natürlich gönnen wir das, Ingolstadt, natürlich, das ist klar, aber es war ja auch ein guter Auftritt. Dennoch, es ist so ärgerlich, also tut mir leid. Und dann auch so eine fragwürdige Entscheidung. Das ist schon mehr als bitter. Nächstes Spiel gegen den FCI. 3 Punkte Rückstand, also die Bayern setzen sich ab. Bessere Tordifferenz und 3 Punkte mehr. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sportlich und macht es gut.